So, Umbreil. Auf zum nächsten Pass. Wir sind ja vorher vom Stösterjoch gekommen, das habt ihr im Video zuvor gesehen. Ich verlinke das einmal oben rechts an der Infokarte. Nur damit ihr nicht ganz unvorbereitet seid. Also Stösterjoch, jetzt Umbreilpass. Wow. Oh, ey. Der fährt heute nach Hause. Und dann gibt's gleich, und dann gibt's jetzt Infos zum Umbreilpass. Genau, der Umbreilpass. Der Umbreilpass. Italienisch Giogo di Santa Maria. Rätoromanisch Pass dall'Umbrail, früher nach der deutschen Bezeichnung von Wormio auch Wormser Joch genannt, ist ein Gebirgspass in der Ortbaugruppe auf der Grenze zwischen Italien und der Schweiz. Die Passhöhe liegt auf einer Höhe von 2501 Meter über dem Meer und ist damit der höchste Straßenpass der Schweiz. Wer hätte es gedacht? Nicht Crimmel Furca oder so ist der höchste, sondern Umbrail. Namensgebend war der Piz Umbrail, ein Gipfel in der Nähe des Passes. Die zur italienischen Seite abfallende Passrampe liegt im Nationalpark Stösterjoch. Und die ist übrigens laut Wikipedia ganze 13 Meter lang. Ach nee, ganze 13 Meter Gefälle und 250 Meter. Und die andere Seite hat 8,4% Steigung, hat ein Höhenprofil von 1126 Meter und 13,4 Kilometer Länge. Ja, der Umbreilpass verbindet das Münstertal, Val Münster bei Santa Maria, Kanton Graubünden, mit dem Addatal bei Wormio. Die 13,4 Kilometer lange Straße von Santa Maria auf den Umbreilpass wurde 1901 fertiggestellt. Sie passiert unmittelbar nach der Passhöhe die Grenze zu Italien und mündet anschließend in die Südwestrampe der Straße über das Stülfser Joch, über das ich hochgekommen bin. Die Strecke über den Umbreilpass ist die ursprüngliche Verbindung zwischen dem Oberwinschgau und dem Veltin nach Wormio. Die Straße ist von Ende Mai bis Anfang Oktober generell befahrbar. Der Pass ist mittlerweile durchgehend asphaltiert, war er nämlich lange Zeit nicht, und auch nachts befahrbar. Warum, sage ich gleich. Die Grenzstation ist infolge des 2008 erfolgten Beitritts der Schweiz zum Schengen-Abkommen, wie wir gesehen haben, es gab keine Grenzkontrollen, nicht mehr besetzt. Kontrollen finden nur noch stichprobenweise statt. Infolgedessen entfiel auch die frühere Nachtsperre zwischen 22 und 6.30 Uhr. Also die haben sie zugemacht. Hui. Die Postautolinie von Münster und Santa Maria Val Münster in Richtung Stülfser Joch, Wormio und Tirano befährt in den Sommermonaten einmal am Tag den Umbreilpass. Also, da kommt euch ein Bus entgegen. Etwas zur Geschichte, während ich mich hier ablage und ein paar schöne Fotos mache. Einst diente der Weg über den Umbreilpass als wichtiger Saumpfad im Warenverkehr Wormios mit dem Norden. Er war besonders für Venedig interessant, bildete er doch die direkte Fortsetzung der venezianischen Wege über den Gavia und Mortirolo in Richtung Norden. So wurde das Wormser Joch im 15. Jahrhundert überaus rege genutzt. Am Ende des 15. Jahrhunderts führte ein Postkurs über den Pass, der Mailand mit Innsbruck verband. Im Jahre 1499 sandte der Herzog von Mailand den römisch-deutschen König Maximilian den ersten Truppen zur Hilfe, die über den Umbreilpass geführt wurden. Als im Oktober des gleichen Jahres Franzosen Mailand einnahmen, musste Herzog Ludwigus Sforza aus Mailand über das Wormser Joch ins sichere Tirol flüchten. Im Oktober. Die Blüte des Wormser Jochs im Spätmittelalter endet mit der beginnenden Neuzeit. Grund dafür sind einerseits damalige Verkehrsverlagerungen zu weiter östlich, Brenner, und weiter westlich, San Marco, gelegenen Übergängen. Andererseits ließ Graubünden aus politischen Gründen den Weg über das Wormser Joch ab dem 16. Jahrhundert verfallen. Der alte Saumweg wurde weiterhin häufig im lokalen Verkehr begangen. Am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es Planungen Österreichs für eine Straße über das Wormser Joch in die Lombardei. Aber da dessen Nordrampe zur Eidgenossenschaft gehörte, entschloss man sich für eine moderne Straße über das Stülfser Joch. Mit deren Bau verlor der mittlerweile Umbreilpass genannte Übergang endgültig an Bedeutung. Die heute stark gewundene und sehr kurvenreiche Umbreilstraße wurde erst 1901 eröffnet, später wurde sie durch die Schweizer Armee weiter ausgebaut. Entlang der Hauptstraße 559, auf der wir gerade sind, gibt es mehrere Befestigungsanlagen der Schweizer Armee. Heute wird der Pass fast nur noch von Auto- und Motorradtouristen, komisch diese Motorradtouristen, als Zubringer zur Stülfser Jochstraße genutzt. Oder als Abzweig, wenn andere Straßen gesperrt sind.
Auch bei Radfahrern erfreut er sich große Beliebtheit. Spielplatz. Ach ja, ist das nice hier.
Ja, sehr, sehr nice, der Umprall. Ja, die kämpfen sich mit Pedalantrieb hier hoch. Ja, das wird jetzt ein bisschen langweiliger. Jetzt geht es gleich über den Ofenpass. Dann über den Flüleapass. Und dann durch irgendwelche komischen Straßen. Ein Kiosk. In Santa Maria Wallmünster. Bis 1995 offiziell Santa Maria Münstertal. War bis zum 31. Dezember 2008 eine politische Gemeinde. Könnte man noch einen Kaffee gebrauchen? War ein, zwei, drei Stück. Im Kreis Wallmünster, ein Bezirk in des Schweizer Kanton Graubünden. Per 1. Januar 2009 hat Santa Maria Wallmünster mit den übrigen Schweizer Gemeinden der Talschaft. Ja, das glaube ich. Fuldera, Lü, Münster, Giaf und Valcava zur geweihten Wallmünster fusioniert. Und dann noch ein paar Fun Facts. Eine wichtige Einnahmequelle des Orts ist der Tourismus. Seit dem 8. Dezember 2006 befindet sich in Santa Maria auch die kleinste Bar der Welt, Guinness World Record, mit dem Namen Smallest Whiskey Bar on Earth. Sie löste damit eine Bar in Colorado Springs, USA. Die Bar bietet auf nur 8,53 Quadratmetern weit über 200 internationale Whisky-Sorten an. Ein Whisky-Museum wurde angebaut. Seit 2007 werden unter dem eigenen Label Whisky-Sorten produziert. Polizia Cantonale. Na, lieber nicht. Und die Gesundheitsversorgung Wallmünster besorgt das Hospital Wallmünster in Santa Maria. Das Spital ist mit 85 Angestellten und 4 Ärzten das zweitkleinste Schweizer Spital. Nach dem Spital von Promontopno im Bergell. Die Spielregeln. Aber der größte Arbeitgeber des Tals. Hier, da stehen die Spielregeln.